Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Tombi, meine Freunde. Ja, der dritte Part. Und ja, wir haben diese Kappa, genau, ich habe mich diesmal nicht versprochen, haben wir besiegt und wir gehen jetzt erstmal hier in diesen Raum. Mal gucken. Na, mein Herr, wie siehst du denn aus? Du siehst aus, als ob du so eine Art, arbeitsloser Schnösel. Ja, das gibt es überhaupt gar nicht, aber, ja doch, Sozialschmarotzer könnte man auch sagen. Wasser. Ich hab Durst. Ja, ich wusste das natürlich nicht mehr. Aber, naja, wir haben ja noch das Kükenfutter. Das heißt, wir werden jetzt nochmal zurückgehen. Genießen diese Musik hier. So, dann machen wir uns jetzt auch direkt mal auf den Weg zu den Küken. Aber nicht nur zu den Küken, wir holen uns natürlich auch direkt mal einen Eimer Wasser. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ja hier noch ein paar Punkte oder so. Ihr wisst ja, die Punkte sind sehr, sehr wichtig. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So. So, Schweinchen, dich werden wir jetzt erstmal besiegen. So. Sorry, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja. So, wir haben jetzt erstmal Wasser. Ich habe auch direkt sortiert, ihr habt es gesehen. Genau, hier diese Blume, die ihr da unten sehen könnt. Ich glaube, später müssen wir alle gießen. Es gibt mehrere davon. Das werde ich jetzt natürlich noch nicht machen. Das können wir später machen. Das ist kein Thema. Füttere die Küken. Ja, ihr habt gesehen, sie sind jetzt pummelig geworden und so. Ich nehme mal an, das Futter hatte sehr viel Kalorien. Und die sind auf einmal erwachsen geworden. Merkwürdig, merkwürdig. So, wir werden uns jetzt auch erstmal beeilen. Weil ich habe keine Lust mehr hier rum zu gammeln. Ihr wollt ja auch ein bisschen mehr von dieser Feuerlandschaft sehen. Ich hoffe, man merkt nicht allzu sehr, dass ich heute irgendwie ein bisschen am Arsch bin. Das ist jetzt im Übrigen, glaube ich, heute der zweite Part, den ich aufnehme. Also, der zweite Part von Tombi. Also, für euch ist das der dritte Part. Aber für mich der zweite, den ich heute aufnehme, so. Und, morgen werde ich dann noch ein paar mehr aufnehmen. Und heute bin ich so kaputt. Bevor die Parts wirklich blöd werden oder wirklich langweilig und ihr einen fast einschlafenden Miss Aura Jumper hier habt, werde ich mir natürlich Mühe geben, diesen Part jetzt noch gelungen zu vollziehen. Naja, wir werden sehen. Den Edelstein, den kann man später immer noch holen. Wir kommen so oder so nochmal hier hin. Wegen Truhen und so weiter und so fort. Natürlich auch wegen der Blume. So, dann wollen wir dem erstmal Wasser geben. Mal gucken, was der uns denn Feines gibt. Thank you.
Ich hab Durst. Fertig. Danke, du hast mich gerettet. Ich muss dich belohnen. Ich hab's. Ich verrate dir was. Es ist eigentlich streng geheim. Kennst du den Turm des Mutes? Irgendwas war da mit einem legendären Turm, den niemand mehr finden kann. Ich bin gerade auf der Suche nach genau diesem Turm. Es gibt Gerüchte über tolle Schätze in diesem Turm. Na, und? Klingt das nicht aufregend? Danke für diese Info. Naja, im Endeffekt haben wir nur Punkte bekommen und diese Info. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 dieser Türme, aber um in diese Türme reinzugelangen, braucht man 3 bestimmte Lieder. Und die haben wir noch nicht. Also können wir das erstmal getrost lassen. Ja, da können wir sowieso nicht rein, da braucht man einen gewissen Gegenstand. Ja, was steht denn hier eigentlich drauf? Wenn du diese Kette ziehst, steigt die andere. Zieh sie ganz runter und wieder hoch, um Dreckklumpen zu fördern. Ja, da haben wir auch schon den Tipp, das, was ich euch schon gesagt habe. Das könnt ihr dann auch in die Tat umsetzen und so weiter. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hier lang müssen. Ah, du dreckiges Schwein. Oh, nee. Der Weg, der ist falsch. Den können wir nicht gehen. Ich muss hier runter. Ah, diese blöden Kappa. Dass es die überhaupt noch gibt. Ich muss jetzt gucken, war da oben nicht noch was? Aha. Und wie komme ich da dran? Ich glaube, so kam man da nicht dran. Nee. Okay, da komme ich so auch nicht dran. Ich werde jetzt erstmal hier runtergehen. Und... die Gelächtertür. Ja, wer den ersten Teil kennt, der weiß, was eine Gelächtertür ist. Ziehen und öffnen. So, das haben wir schon mal erledigt. Ah, okay, so kommen wir wahrscheinlich an die Kiste. Nee, sie ist zu weit oben. Ja, nee, funktioniert leider nicht. Wow. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht in die Lava oder in dieses Feuer geraten. Das wäre übel, weil das bringt uns direkt instant tot. Also, es bringt uns direkt instant um. Instant tot, ja, klingt irgendwie merkwürdig, ne? Finde ich auch. So. Jetzt waren wir aber trotzdem noch nicht da hinten. Aber wisst ihr was? Ich lasse die Brücke jetzt nochmal runter. Ich glaube, wir mussten da zwar noch nicht hin, aber ich kann die ja mal jetzt erstmal runter machen. Mal schauen. Okay, hier gab es auch nochmal so eine Blume. Ja, das können wir noch nicht aktivieren. Dafür fehlt uns das nötige Material. Ich gehe jetzt einfach, ohne jetzt großartig noch ein bisschen Zeit zu verplempern, gehe ich jetzt erstmal hier runter. Quasi zur... ja, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das? Bahnstation, genau. Ich repariere diese Bahn. Die Räder sind heute Morgen abgefallen. Wenn ihr mitfahren wollt, braucht ihr eine Fahrkarte. Aber ihr müsst warten, bis sie ganz ist. Das ist der beste Hammer in der ganzen Bergwerkstatt. Ja, wisst ihr Bescheid, ne?
Ja, hier steht auch noch was. U-Bahn-Haltestelle, momentan in Reparatur. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Okay, immerhin, ne? Also, mal kein Streik, wie ihr seht. Es ist wirklich reparaturbedürftig und so weiter. Hier ist die Haltestelle, aber ohne Bahnführerschein kannst du nicht fahren. Der Kumpel mit dem Führerschein ist verletzt. Er liegt in der Stadt im großen Schuppen. Ja, so kommen wir dann auch später an unseren Führerschein. Ich dachte, das wäre so ein Ticket gewesen oder so, aber wie ihr gelesen habt, es war ein Führerschein. Okay. Ja, wir kriegen ihn geschenkt. Wir müssen ihn nicht machen, den Führerschein. So. Wäre aber schon lustig gewesen, wenn die sowas mal in ein Spiel einbauen. Oder findet ihr nicht auch? Naja. So. Dich habe ich natürlich nicht getroffen, weil du dich gerade duckst, weil du Angst hast vor uns. Wollen wir mal das zweite abziehen. Ziehen und öffnen. Fertig. Na, was geht? Dank euch können wir wieder nach Hause. Danke. Wir haben nicht viel zu bieten, aber bitte bleibt so lange ihr wollt. Hi, Gran. Lang nicht gesehen. Ja, hallo, Zippo. Wie geht's? Mir geht's gut. Endlich gehen die Maschinen in der Stadt wieder. Zum Glück. Jetzt müsste Tabbys Tür aufgehen. Tombi, komm, wir gehen zu Tabby. Geradeaus die zwei Treppen rauf und dann durch die rote Tür. Auf zu Tabbys Haus. Eigentlich muss ich ja auch wieder in die Stadt. Ja, da ist auch noch eine AP-Box, aber ich glaube, wir können sie noch nicht öffnen, weil wir noch sehr viele Punkte brauchen. Die erste AP-Box war ja eigentlich ganz easy zu öffnen, aber später wird es nicht mehr so einfach. Ja, tut mir leid, ich hätte ihn vorher vielleicht anquatschen sollen, dann hättet ihr den Text mitbekommen, was er noch so sagt. Aber ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich nicht so schlimm für euch sein. Bergwerksstadt. So Leute, die Musik habe ich sowas von gefeiert. Endlich können wir in die Häuser. Okay. Wegen den bösen Schweinen können wir nicht unter die Rohre. Hoffentlich ist da alles klar. Ah, das ist derjenige, der verletzt ist wahrscheinlich. Hey, Reisende! Autsch! Ah, wie blöd! Ich hab mich im Bergwerk verletzt und kann nicht mehr laufen. Mein Sohn hat von etwas gehört, das Verletzungen schnell heilt. Er sucht danach. Aber er ist schon lange weg. Ich weiß. Wenn ihr meinen Sohn seht, schickt ihr ihn bitte heim. Ich mache mir Sorgen. Wo ist mein Sohn? Entweder ist das ein Kerl oder das ist eine Frau. Also die Frisur deutet auf eine Frau.
Ich wusste jetzt nicht, wie ich die Stimme verstellen sollte. Tut mir leid, Leute. Schreibt's mir in die Kommentare. Ist es Männlein oder Weiblein? So, großer Schuppen. Ja, hier sind mehrere Leute. Na, was sagst du denn? Oh, du bist ja auch verletzt. Ich will wieder Bahn fahren. Ja, okay. Du bist der Trottel, der sich verletzt hat und nicht mit der Bahn fahren kann. Seht mal, mit diesen Bomben können wir alles sprengen. Weil sie so gefährlich sind, lagern wir sie hinten bei den Rohren. Die Tür geht nur mit einem Hammer auf. Hol Bomben! Ja, das wird später dann erst in die Tat umgesetzt. Oh, was denn mit dir, mein armer Freund? Ich verstehe diesen Schaffenstrieb einfach nicht. Dafür brauche ich wohl einen Tonspachtel. Wo mag er sein? Den letzten Topf, den ich gemacht habe, hat der Kumpel im Haus gegenüber. Tonspachtel verloren. Okay. Ja, meine Leskünste oder Vorleskünste sind jetzt gerade nicht die besten, wie ihr gemerkt habt. Ich bin so ein bisschen noch K.O. Was meinst du? Ein toller Topf, oder? Ein Meistertöpfer aus der Stadt hat ihn mir vor langer Zeit gemacht. Oh, dieser Glanz und die Form, er ist toll. Ups, ich muss weiterarbeiten. Nicht anfassen. Ja, Leute, das müssen wir nämlich jetzt auch tun. Lass uns töpfern. Das gefällt mir nicht, Tombi. Ich weiß nicht. Was war das denn? Oh! Oh nein! Mein schöner Topf! Ich hab ihn so gemocht! Ah! Es war keine Absicht. Ist ja gut. Alles geht irgendwann mal kaputt. Ist gut. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du mir beim Aufheben helfen? Ich ertrage den Anblick nicht. Vielleicht lassen wir es lieber liegen. Tonspachtel erhalten. Ja, dem müssen wir später helfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn wir das dem hier geben, konnte der damit irgendwas anfangen. Was? Ich? Er? Ich weiß. Er war im Topf. Tonspachtel verloren. Fertig. Prima, jetzt kann ich einen neuen Topf machen. Oh, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe keinen kostbaren Ton mehr. Oh, mein Fehler. Manchmal gewinnt man Ton, indem man Dreckklumpen in der Waschmaschine wäscht. Hol Ton aus dem Schlamm.
Ja, jetzt wisst ihr auch, warum wir diese komische Kohle haben. Diesen Schlammklos oder Klops. So, was sagst du denn mit deinem Hammer hier? Die Möwen in der Stadt, der Fischer bekommen ihre Farben als Küken. Ja. Danke für die Info, Kumpel. Du und dein Hammer, ja, mehr kannst du wohl auch nicht, außer hämmern. Morgensterne, Eisbumerangs und Hammer. Ihr seht, wie verschieden sie sind. Mit dem Hammer kann man schlagen, versuch es mal. Okay, du bist auch so ein Angeber. Ich werde trotzdem mal erstmal schauen, wo wir jetzt hingehen und was ist mit dir? Zu Tabis Haus geht's über diese Treppe. Es ist das rechte Haus mit der roten Tür. Naja, Cafeteria! So. Kochen mit Tombi. Ja, wir haben gebratenes Stück Fleisch gefunden. Das werden wir auch später erst alles machen. Wir müssen nämlich Gerichte kochen, wie ihr sehen könnt. Und das meinte ich zum Beispiel mit diesem Fisch. Das können wir jetzt eigentlich noch nicht machen. Also ich habe die gewissen Sachen nicht dabei. Wobei, mit Fleisch könnten wir ja eigentlich schon was kochen. Naja, ich werde trotzdem erstmal hier noch ein bisschen alles erkunden, bevor wir hier die Story weitermachen. Was ist denn mit dir, mein Kumpel? Schatztruhen gibt es in verschiedenen Farben. Und für jede gibt es Schlüssel. Hier gibt es auch eine Schatztruhe, aber wir haben keinen Schlüssel dafür. Warum muss er das denn schon wieder erwähnen? Naja, für die, die das nicht checken, ne? Wenn du Power Cola hast, gib sie dem Typ, der sich um den Brennstoff kümmert. Ich glaube, das war der da, oder? Aber um zu ihm hinzukommen, müssen wir in ein bestimmtes Haus. Aber ich werde hier erstmal noch andere Sachen machen. Zum Maschinenraum geht's da lang. Dort ist eine Leiter. Du kommst nur durch, wenn du das Loch gefüllt. Ach, wenn das Loch gefüllt ist. So, das werden wir jetzt auch machen. Die Steuerung ist unter aller Kanone oder unter aller Sau. Aber, ja, man gewöhnt sich daran. Es ist lustig. So. Das heißt also, einfach reinschütten, du brauchst mehr Sand. Ja, dass ich mehr Sand brauche, das ist mir jetzt auch bekannt. Das hat sich gereimt. Auch wenn es ein schlechter Reim war. Oh. Los, komm. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Ein paar Minütchen. Es wird schon alles so hinhauen, wie wir das irgendwie gewollt haben wollen. Wie auch immer. Du brauchst mehr Sand. Ja, ich weiß. Noch mehr Sand. Oh. Komm. Maschine, Maschine. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei und... Habe ich recht damit? Oder brauchen wir noch mehr? Füll es mit Sand. Fertig. Das Loch ist jetzt voll. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Der hat uns schon zugetextet. So, ins rote Haus ging es weiter, ne? Wir gehen jetzt in Grants Haus. So, hier haben wir erstmal eine rote Schatztruhe und wir haben, ja, 1000 Punkte erhalten. Hier drauf laufen wir jetzt erstmal, damit wir zu diesem einen Typen kommen können. Ich glaube, das war nämlich auch der Sinn, warum man hier hingehen konnte, weil wir ja Powerkohle haben. Wenn er überhaupt der Richtige war. Diese ganze unterirdische Maschinerie war ursprünglich für den Brennstofftransport. Hey, was ist das? Das ist gutes Zeug. Lass mal sehen.
Oh Mann, diese dramatische Musik und er sagt, das ist gutes Zeug. Powerkohle weggegeben. Also wenn du dir das durch die Nase ziehst, mein Freund, ja, das beamt dich komplett weg, denke ich mir mal. Das lässt deinen Schädel explodieren. Ja, es ist unten angekommen und es heizt richtig ein. Gut, das müsste genug einheizen. Guter Brennstoff, fertig. So, was sagst du denn noch, mein Freundchen? Auf dem Dampf der Rohre kann man ziemlich hoch steigen. Achtet auch auf die Schilder. Ja, das tun wir, das werden wir machen. Oh, eine grüne Kiste. Damit können wir jetzt leider noch nichts anfangen. So, wir haben den Brennstoff, wir können da runter, aber ich bin mir nicht mehr allzu sicher, ob wir da noch großartig was machen konnten. So, hier waren wir jetzt überall drin, ne? Kann das sein? Ja, ich meine schon. So, wo sollen wir denn jetzt noch hin? Ich glaube, ich... Nein. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich, da ging es ja weiter. Das heißt also, Freunde, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Unterirdischer Maschinenraum. So, was quasselst du? Der Maschinenraum. Der Stolz der Bergwerksstadt. Schön. Die Maschinen sind von rechts gesehen zum Waschen, Brennen und Vermischen. Alles klar? So, das hier ist Waschen, Brennen und das ist Vermischen, sobald ich weiß. Wenn das Leichtomit und das Harton reiner wären, könnte man eine Leichtmetalllegierung herstellen. Mit so einer Legierung könnte ich eine neue Bahn bauen. Diese hier wird alt. Ja, schön. Der Schweinezauber hält den Boden heiß. Verbrennt euch nicht. So, wir wollen jetzt erstmal Waschi-Waschi machen, ne? Leute, Moment. Mir fällt gerade auf, ich stehe nicht richtig. Wir müssen, glaube ich, genau davor stehen. Oh, komm schon. Da, ja, können wir. Mal schauen, was wir denn Feines da drin haben, ne? Oh, ich sehe, der Part hat schon Überlänge. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja. Unreines Leichtomit. Ja, fertig. Mach eine Legierung. Dafür braucht man den Hartton. Und das können wir erstmal knicken. Oh, da ist ja noch einer. Mit dem haben wir, glaube ich, noch nicht gequatscht. Und danach werde ich dann auch abspeichern gehen. Es gibt zwar viele Kleiderarten hier, aber Vogelkleider gibt es in der Stadt der Fischer. Ja, finde ich zwar schön, dass du mir das gesagt hast. Und ja, das sind halt so Hinweise. Wenn man gewisse Sachen verpasst hat, dann kann man nochmal danach suchen. Das sollte jemanden zu denken geben und so weiter. Naja, ich hoffe, ihr habt diese Musik hier genossen. Also ich finde sie richtig geil. Ich feiere sie. Das lässt immer mein Herz höher schlagen, wenn ich hier diese Musik höre. Auch wenn die ein bisschen abgespaced ist. Ich finde es doch eigentlich ganz amüsant hier. Und die Missionen finde ich auch ganz cool. So, Bergwerksstadt. Wir wollen jetzt speichern, ne? So sieht's aus. Wir können das jetzt hier überschreiben. Ja, genau.
So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dem dritten Part werde ich jetzt erstmal für heute Schluss machen. Lasst mir einen Daumen oben oder einen Daumen runter da. Kommis, wie ihr wollt. Naja, und denkt dran, chat wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time mit Mr. Jumper. Auf Wiedersehen.